Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Atlas. Wir sind hier auf unserer Insel gelandet, im Blutmeer, auf D2. Es wird schon langsam dunkel, das macht aber nichts. Wir werden jetzt hier ein bisschen die Insel entdecken, werden dabei mal ein kleines bisschen farmen. Hier haben wir wieder Koriander. Oh. Hier ist so einiges, was wir rausholen können. Und natürlich müssen wir schauen, kriegen wir ein Tierchen. Das wäre ganz hilfreich. Aber bevor wir jetzt die Sachen vom Schiff holen, erstmal gucken, ob hier überhaupt Bären rumrennen, ne? So, hier packen wir gleich mal ein, was das Zeug hält. Sehr schön. So, wir haben auch Stein, was wir farmen können. Da werde ich vielleicht mal so eine kleine Farmrunde einlegen. Das könnten Olivenbäume sein hier, oder? Sah am Ende dann tatsächlich nur so aus. Und hier haben wir nichts. So. Hier würde es sich ja fast anbieten, schon was Kleines hinzustellen. Wenn das tatsächlich unser nächster Hauptcluster wäre. So, was haben wir hier? Da sind wir Geier. Geier bedeuten, wenn die irgendwo kreisen, es ist was Totes hier. Was haben wir hier? Bornstein. Da ist eine Alpha-Schildkröte. Level 832. Oh, Erdbeeren. Guck mal. Nee, Brombeeren. Sieht mir aber viel mehr nach Erdbeeren aus, die Geschichte hier. Okay. Was haben wir hier? Oh, Leute, hier gibt's Zucker. Sehr cool. Zucker können wir gebrauchen. Sehr geil, zum Angeln und so weiter. Aber hier kann ich nichts abbauen, oder was? Oder ist das, gilt das als Baum? Gilt als Baum. Bin ich hier nirgends hoch? Sieht mir schon fast so aus, als würde es hier nicht die Tierchen geben, die wir suchen. Aber hier sind schöne freie Flächen. Hallo. Das ist ein Krokodil. Super gelaufen wieder, Johnny. Alles klar. Kurz durchatmen, Leute. Aber ich glaube, wir fallen gleich in Ohnmacht, ja. Shit. Du bist bewusstlos. Die Frage ist, wie lang? Du kannst dich nicht bewegen, aber der Wasser- und Nahrungsverbrauch sinkt langsamer und die Benommenheit nimmt schnell ab. Naja, dann hoffen wir mal, dass wir gleich wieder aufwachen. Die Schlangen in der Umgebung sollten wir ja eigentlich gekillt haben. Ja, die Benommenheit nimmt tatsächlich schnell ab. Leute, ich mache einen kurzen Cut. Wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, da sind wir zurück. Und natürlich ist was dazwischen gekommen, aber bis ich es verstanden habe, was da gerade Sache ist, ja, war das schon rum. Wir sind gestorben, nämlich wir lagen direkt auf der Leiche der Schlange und dann kamen Geier. Ich hätte es mir ja denken können, anstatt einfach ein paar Meter wegzulaufen, nee, bleibt da direkt da stehen. Aber so ist es, so kennen wir, ne? So, also, ich habe das Schiff aber dann mal genutzt, um das Schiff ein bisschen näher hier ranzuholen. Und jetzt gucken wir, dass wir da vorne unsere Sachen bekommen. Das sind immer noch die Geier. Aber hier war irgendwo noch ein Krokodil, habe ich gesehen. Und doch, natürlich steht es jetzt direkt hier. Verarsch mich doch. Alles nehmen, zack und weg. So. Level up haben wir auch. In Ordnung. So, Johnny, zieh dich erstmal wieder an. Das nehmen wir, das nehmen wir, das, das und das.
So. Jetzt ist dir schon nicht mehr so kalt. Was hat denn das Krokodil da für eine? Oh. Sehr cool. Jetzt schnell hin. Oh, eine Klapperschlange. Die jetzt zu treffen, ne? Aber das Fleisch gehört jetzt uns, bevor die Geier kommen. So. In Ordnung. So, lasst uns noch ein bisschen weiter entdecken, aber ich mache jetzt hier einmal Level ab. Wir nehmen noch ein bisschen was auf Gewicht. Und gucken mal weiter, bevor es hier dunkel wird. Oder komplett dunkel. Ich glaube, da vorne ist ein Nashorn, ne? Elefant, Nashorn. Da ist wieder ein. Ach, das ist Honig, okay. Was ist mit dir? Jetzt aber weg, Johnny. Jetzt aber weg. Komm, mach's platt. Wow. Wow, grandios. Vielleicht ein bisschen Zeug mitgenommen. Jetzt nämlich schon wieder die Aasgeier. In Ordnung, Leute. Oh, da ist schon wieder was. Junge, hier ist aber Action. Alles klar, nehmen wir alles mit. Aber ich bin dann immer so geflasht, Leute. Ich vergesse dann zwischendrin echt mal zu sprechen, weil ich dann so geflasht bin. So, nächstes Level ab. Was sind jetzt Maxillar Level? 25. Gehen wir noch ein bisschen auf Gesundheit. So, dann sind wir doch schon Level 22. Das läuft doch hier wie im Schnürchen. Ist doch super. So, was haben wir hier? Sandstein, Kupfer, Hornstein. Okay. Hier hätten wir ein Schaf. Warst du das jetzt oder war da wieder was anderes, was da kam? Na gut, braucht auch lange. So, was haben wir hier? Haben wir da jetzt auch wieder Brombeeren? Jo. Naja, wir können es ja gebrauchen, ne? Da brauchen wir jetzt nicht lange. Was ist denn da hinten? Hier ist Honig. Ich würde gern nach Möglichkeit hier irgendwo. Oh, da kommt mir aber auch ordentlich was raus. So, kommen wir hier hoch. Oh, Leute, das Claim wäre doch super, oder? Da ist ein Strauß. Oh, so ein Strauß wäre natürlich auch super geil zum Entdecken. Super, hier sind Treppen, ne? Das ist wieder überragend.
So Leute, passt mal auf, wir fragen jetzt mal einiges. Oh, da sind Ameisen. Wir fragen nicht einiges, wir fragen Folgendes, wollte ich sagen. Ja, und jetzt stehst du da, ne? Merkst du selbst, dass Kacke ist. So. Da würde ich aber gern... das Chitin mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt die andere. Sehe ich sie nicht mehr von hier oben. Ich werde verrückt. Seht ihr jetzt noch die Ameise irgendwo? Nee, ne? Schön versaut. Was haben wir denn hier eigentlich? Jute und Brombeeren. Okay. So, Leute, ich frage jetzt mal. Ist der 2 zufällig der neue Hauptcluster? Weil, wenn dem so ist, dann würde ich Johnny hier gerne so eine kleine Butze hinstellen. Die haben wir ja schnell gebaut. Ist ja, soll ja dann kein ewiges Projekt werden. Aber dann hätten wir hier mal einen Bereich, wo wir uns zähmen könnten. Und hier auch dann bleiben könnten. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich dran glaube, dass das der neue Hauptcluster wird hier. Falls doch, würde ich gerne hier eventuell was hinzimmern. Das ist mal so die Grundidee dahinter. Hier hat Strauß. Ja, man kann halt mit einem Schiff nicht rein, ne? Aber wir könnten uns halt natürlich auch mal ein Floß machen. Das ginge auch. Mit einem Floß dann hinfahren zum Schiff. Das wäre auch eine Möglichkeit. Naja, warten wir es mal ab, was er zurückschreibt, wenn er zurückschreibt. In der Zeit gehen wir hier mal weiter erkunden. So, was ist denn hier oben? Nix. Das sieht aber schon krass aus, ne? Mit dem Blutmeer. Das sieht ja mal wirklich krass aus. Da unten hätten wir Honig. Hier jetzt Schafe für Wolle. Wir haben einen Strauß gesehen, den wir uns holen könnten. Das wäre irgendwie schon eine Idee. Leute, das wäre schon eine Idee. Jetzt ist die Frage, wo konnten wir denn nochmal Floß bauen? Schiffsbauer. Schaluppe, kleine Werft. Ne, Grundlagen des Segelns war es, ne? Genau. Beiboot, Floß, Anleger, Boje. Ich gehe aber davon aus, das müssten wir schon fast auf der Werkbank bauen. So, hier haben wir Holunder. Da packen wir davon mal noch ein bisschen ein. Sieht es denn aus? Naja, noch haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Große Sachen sollte ich jetzt bloß nicht mehr mitnehmen. Laufen wir mal in die Richtung weiter hier. Hier wären wir halt auch ziemlich cool safe, ne? Was haben wir denn hier noch? Heidelbeeren, wilde Kichererbsen. Alter, hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Honig hole ich jetzt nicht. Bevor die Bienen kommen. Ja, moin. Da liegt ein Krokodil. Aber ich glaube, es glitscht gerade, oder? Na dann. Jetzt ist unser Bogen nämlich schon fast kaputt.
jetzt die Pfeile nicht mehr. Oh Leute, wir müssen auch was essen und trinken. Sehr cool. So, passt auf, lass uns mal zurück zum Schiff. Es hilft ja nichts, jetzt hier im Dunkeln so rumzustratzen. Was haben wir hier? Heidelbeeren. Was hier? Koriander. So. Hier ist das Nashorn, genau, das hatten wir vorhin schon gesehen. Aber einen Bären habe ich jetzt hier noch nicht gesehen, ne? Oh, hallo Ameise. Problem ist, mein Bogen ist krass kaputt. Glück gehabt. Aber ist nicht wo eine Ameise auch zwei Ameisen und so? Oh. Treten die nicht immer im Rudel auf? War da nicht was? Moment, kurzer Blick auf die Map. Wo sind wir denn? Und wir sind schon richtig. Wir müssen da hoch. Und dann gucken wir, dass wir aufs Schiff kommen. Ausladen. Dann würde ich das gerne mal mit dem Boot, mit dem Floß versuchen. Geier Level 8. Hörst du schon wieder. Da ist doch schon wieder Action. So. Die Frage hat mir jetzt keiner beantwortet, ne? Ob das dann anschließend... Oh, nee. Okay, dann müssen wir schwimmen, Leute. Es hilft nichts. Weil hier hätten wir dann schon so ein Floß, wenn wir halt dann natürlich schon zügiger unterwegs. Gucken wir mal, dass wir uns ein Floß bauen. Aber ein Floß kriegst du dann halt auch wieder nicht. Nee, eher ein Beiboot. Aber wo packen wir... Wolfsbarsch, Gott sei Dank. Wo kriegen wir das Beiboot unter? Wir können ja nicht jedes Mal ein neues Beiboot bauen, wenn wir irgendwo an der Insel landen. Da gilt es nochmal, sich ein paar Ideen zum Gedanken zu machen. Es ist schon ein weiter Weg, dann jedes Mal mit diesen Küstenabschnitten da. Verdorben, 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 ja. Irgendwie das Gefühl, das Schiff kommt gar nicht näher. Das ist hier, weil das Wasser nicht so tief ist. So, komm, Johnny, schaffst du. Liegt schon weit weg, ne? Liegt schon weit weg. Unclaimed Settlement, ja. Ich bin echt am Überlegen, ob wir jetzt hier für Johnny was eine Kleinigkeit hinclaimen. Weil ich gehe davon aus, dass es die neue Hauptinsel wird. Wir hatten ja am Anfang gesagt, wenn hier oben, wo da jetzt im Moment, kann ich euch dann gleich zeigen, wenn ich den Level abgemacht habe. So. Junge, das hat sich jetzt aber gezogen bis zum Schiff, oder? So, pass auf, Johnny. Jetzt gehst du erstmal einen Schluck trinken. Ist wichtig. So, perfekt. Und dann laden wir erstmal aus. So. Das leuchtet hier nicht mehr, aber... Was haben wir denn da? Kartoffeln haben wir gefunden. Dann leg mal hier jeweils ein bisschen was rein. Das legst du mal hier rein. Da können wir ein bisschen reinlegen. Das legen wir erstmal hier rein, das hier rein. Zucker verdirbt nicht. Na gut, komm, alles müssen wir jetzt probieren. Da haben wir hier noch. Das können wir hier reinlegen. Das können wir hier reinlegen. So. Das und das. Das brauchen wir hier nicht. Die Gewürze so mit dem Kochen wollen wir ja noch nicht. Das kommt erstmal runter. Damit die Tierchen natürlich auch was haben. Zack, zack. Fleisch brauchen wir für die Tiere noch nicht. Das, das, das. Das kann raus. Fleisch kommt auch noch oben rein. Perfekt. Dann sind die schon mal versorgt. So, auf was gehen wir denn noch? Gehen wir noch auf Ausdauer.
Geh doch eins auf Gewicht. So, dann haben wir 26 Punkte. Da müssen wir mal schauen, wie wir die am geschicktesten verteilen. Oh, es regnet. Regen bedeutet Fässer auf. Und dann laden wir hier mal noch aus. Da kommt das rein, da kommt das rein, da kommt das rein. 13 Gold haben wir auch noch. Das, das, das. Ein Bauplan. Das hier rüber. Den Säbel rüber, das ist okay. Warum kann er das nicht stacken? Doch, kann er doch. Warum macht das denn da nicht? Und Zucker hier rüber. Sehr schön. So, da müssen wir dann noch für die Karten. Erinnert mich bitte dran, da müssen wir hier noch ein Bücherregal bauen. So heißt's. Das kommt noch hier rüber. Okay. Das Gold packen wir noch nach unten. 730 Gold haben wir hier momentan auf der hohen Kante. Das ist auch sehr schön. Dann muss Johnny was essen. Und es gibt immer was zu tun, ne? So, dann nimmst du dir mal hier die Brombeeren noch. Dann gucken wir mal. Es gibt einmal lecker Fleisch. 1, 2, 3. Dann trinkst du zweimal Kuhmilch. Dann mal 5 Olivchen. Ein paar Brombeeren. Brombeeren sind immer gesund. Sehr schön. So, wie sieht's denn jetzt aus mit den Vitaminen? Was haben wir denn hier? Übertrunken haben wir uns. Naja, gut, das sollte gleich wieder weggehen, oder? So, das ist jetzt ziemlich gleich. Dann passt die Geschichte. Ja, die haben auf jeden Fall noch genug. Sehr schön. So, jetzt lasst uns mal schauen nach einem Floß. Waffen, Strukturen, Schiffsbauer. Nee, Schiffsbauer ist falsch. Nebenhand, was haben wir hier? Handschellen, ne, die brauchen wir ja hier nicht. Wir könnten uns aber mal eine Schere bauen. Johnny sieht ja aus, verbotenerweise. Das legst du mal hier rüber. So, Strukturen, sonstiges. Nee, wo baue ich denn das? Leute, wo hatte ich denn das gebaut? Leuchtpistole. Notiz, Pinsel. Der Hammer ist okay. Konsumgüter, Code. Ja, das brauchen wir nicht. Rüstungsstoff ist klar. Strukturen, Werft, winzig. Ja, kann ich da... Ja, wahrscheinlich kann ich da meinen Floß bauen. Ich weiß es nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen, Leute. Herstellung. Möbel. Ist auch klar. Müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. So, Achtung. Jetzt machen wir erstmal wieder Johnny schön. Was ist mit dir passiert, Digga? So, und den Bart machen wir auch mal weg. So. Guck mal, wie du jetzt wieder aussiehst wie ein Mensch. Oh, super. So, das hier rein. Alles klar. So, 2300, 2346, das ist super, da werden die wieder voll. Und die Frage ist... 5.50 Uhr, es wird schon wieder hell. Das ist sehr schön. Okay, gibt's noch irgendwas zu tun? Ja, wir müssen die Insel halt entdecken. Aber da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bin noch am überlegen, wie wir das machen. Ob wir da drüben tatsächlich vielleicht ein bisschen Land claimen, wo Johnny sich da eine kleine Behausung hinbaut, damit wir hier eine größere Werft hinstellen und uns dann Mühe geben, um ein größeres Schiff noch zu bauen. Problematisch wird es dann halt immer nur beim Clusterwechsel, weil wir dann beide Schiffe immer mitnehmen müssen, ne? Ich bin aktuell echt noch ein bisschen hin und her gerissen, wie wir das machen. Oder ob wir nächste Folge dann erstmal noch schauen, dass wir hier den Cluster komplett entdecken. Wir haben hier eine Insel, wir haben hier eine Insel. Da müsste eine Insel sein, hier ist noch eine Insel und hier ist eine Insel. Hier oben scheint alles relativ leer zu sein.
Aber es gibt halt auch Erfahrungspunkte, wenn wir da schauen, ne? Hier sind Power Stones. Naja, dann schauen wir mal. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Wenn ich es richtig gerechnet habe, müsste heute die Sonntagsfolge sein. Müsste es sogar morgen weitergehen mit der nächsten Folge. Wenn sich nichts ändert, schaut bitte auf den YouTube-Upload-Plan bei mir auf der Homepage. Da findet ihr immer aktuell zu jeder Woche die Upload-Pläne. Und dann darf ich mich bedanken fürs dabei gewesen sein. So. Und lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns zur nächsten Folge hier aus Atlas mit unserem Johnny. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.